Dieses Video handelt über das Battle Rap Event im Juni namens Chain Reaction und im Anschluss gibt es noch die Ankündigung für das Battle Rap Event im August. Im Juni wird es 3 Battles im Rahmen der Battle Rap Events geben, den Start machen Itchy und Philo. Die Ankündigungen zu den Battles und den Events findet ihr immer auf YouTube Community Tabs, dem Discord und auf Instagram. Ich hoffe, man hat doch das Konzept hinter dem Battle Rap Event auch ein bisschen verstanden. Es ist ein ganz normaler Battle Rap Schlagabtausch, aber in Form von einem Battle Track. Die Rapper wechseln sich alle 4 Bars ab und das Ziel ist es auch, dass man so ein bisschen mehr versucht, die einzelnen Lines, die davor kamen, zu kontern. Das erste von den 3 Battles wird veröffentlicht am 13.06. Am Ende des Monats wird es dann wieder einen Livestream geben mit Gästen, die dann das Battle bewerten werden. Der Stream könnte im Juni-Event allerdings etwas kürzer ausfallen, da es nur 3 Battles gibt und ein ganzes Battle in nur einer Runde stattfinden wird. Das war jetzt nur ein kleines Vorwort für das Battle Rap Event im Juni. Kommen wir nun zu dem Battle Rap Event im August. Im August startet das Event namens Diskurs. Der Name wird vielen Disrespect-Zusehern bekannt vorkommen. Es ist benannt nach einem pensionierten Format auf diesem Kanal. Ihr werdet hier definitiv keine Runde gegen eine bestimmte Person schreiben. Euer ganzes Battle wird nämlich so aufgebaut, dass ihr ein Thema bekommt und dazu dann sozusagen einen Thementrack macht. Beide Rapper haben zwar das gleiche Thema, jedoch eine völlig andere Meinung, die sie vertreten. Der Rapper, der eure Position und euren Standpunkt jedoch angreifen wird, wird in euren Text völlig ignoriert. Das muss natürlich kein stark politisches oder provokantes Thema sein, das ihr dabei handelt. Das kann natürlich auch ein sehr einfaches und simples Thema sein. Wichtig ist mir hierbei einfach nur, dass der Punkt mit den Diss-Tracks gegenüber irgendwelchen Standpunkten auch wirklich zur Geltung kommt. Grundsätzlich ist es eine sehr klassische Herangehensweise des Battle Raps im Sinne des Rap-Genres, allerdings in Turnieren und Video-Battles so gut wie gar nicht vertreten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man als Rapper, der vielleicht nicht mehr so richtig Bock hat auf ein richtiges Rap-Battle gegen eine Person, vielleicht ziemlich Lust darauf bekommen könnte, mal einfach nur so einen Track zu machen, der immer noch im selben Genre abläuft. So eine kleine Grauzone zwischen Battle und einfach nur ein Track. Wer Lust auf so ein Battle hat, kann sich also sehr gerne bei mir melden, im Idealfall schon mit ein paar Themen vorbereitet. Vor allem, wenn man schon recht eindeutige Meinungen bei den Themen hat und jeder noch in einem Battle sehr gut representen kann. Sehr gut wären auch welche, wo man schon vermutet, dass es recht viele Personen geben wird, die einen da widersprechen würden, sodass man auch recht leicht Paarungen machen kann. Ich erwarte mir sehr viel von dem Event im August. Vielleicht erwarte ich mir auch einfach zu viel, aber das werden wir dann eh sehen. Jetzt fokussieren wir uns einfach mal auf den Juni und dem Chain Reaction Event. Gerade im Juni bin ich sehr gespannt, wie das alles ankommen wird. Es ist ja eine sehr unorthodoxe Art, seinen Gegner im Video-Battle zu dissen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht enttäuscht werden. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann vermutlich spätestens beim Livestream wieder. Bis dann.